Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Ja, im letzten Part habe ich zwei MC-Unternehmen gekauft, und zwar die Fälschpapier waren Unternehmen, und was hatte ich noch gekauft? Das Gras-Unternehmen. Waren natürlich im Nachtclub und haben unseren Nachtclub ein bisschen verbessert, ausgebaut und. Ihr habt es gesehen, es hat mehr als 3 Millionen gekostet. Also, ich habe 5 Millionen jetzt und nur noch 100.000 auf jeden Fall. Und wie gesagt, es hat einiges gekostet, muss ich ganz ehrlich dazu sein. Ich bin überrascht, wie teuer das Ganze ist. Ja. Was habe ich heute vor? Ich habe es schon im letzten Part angeteasert. Ich habe wieder vor, ein paar VIP-Aufträge zu machen in meiner Agentur. Deswegen stehe ich ja auch gerade vor der Agentur und nicht drinne, denn ich will euch den schönen schwarzen Ladebildschirm zeigen. Spaß! Muss sagen, die Ladebildschirme gehen hier schneller vorbei als bei manchen anderen Spielen. Gott sei Dank. Was Hey, das sehr gut, Schöne sehr ist bei der gut. Agentur ist, auch wenn man es noch nicht ausgebaut hat, hier kann man gratis Snacks sich holen oder eben Trunks oder E-Cola oder eben Snacks. Das ist das Gute daran, ja. Stay safe, boss. Das ist das Schöne daran und. Das herrlich. So. Hier im Wandtresor sind 10.500. Ich glaube, ich bekomme jedes Mal 500 Dollar, indem ich so eine Security-Aufgabe mache von Franklin. Denke ich mal, das ist relativ gut und ja. Wie gesagt, hier Security-Aufgaben 66, 100 und 6000, 137.000. Haben die das so gemacht, dass man das verdoppelt jetzt schon bekommt? Wow. Wie gesagt, das ist wirklich extrem. Ich könnte natürlich jetzt eine Fahrzeugrückführung machen. Würde ich 137.000 bekommen. Mal schauen, ob das kommende Woche, sprich ab morgen, immer noch so ist. Dann werde ich auf jeden Fall extrem schnell Kohle machen. Weil VIP-Aufträge schon alleine 85.000. VIP-Aufträge, zeige ich schon. Die Telefonattentate von Franklin 85.000 insgesamt bringen. Und jetzt hier nochmal eine 137.000 Mission. Wow. Gut, wenn man nur Franklin anruft, kann man eben auch mal nur sowas bekommen, wo man eben nur 66.500 bekommt. Ist so eine Sache. Aber wo war ich stehen geblieben? Ich möchte hier eine VIP-Auftragsreihe weitermachen, und zwar High So City League, den zweiten League. Und ja, ich will das So, the bestätigen. last active trace we have on Und this ich halt meine Coffee Drink Fresse. zone is at that preppy country club up in the bluffs. This trail's pretty hot, so get over there quick and we might find the way too rich asshole who got it. Franklin's gonna call you on the way there. Okay. Wir starten das Ganze. Ja, komm, steh auf. Oder ein Pizza. Wir haben eine Mission. Everything okay? Ja, ist Here. alles in Ordnung hier. Ich will jedes Mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Schwierig. Schwierig, schwierig. So. Ich habe mein Auto schon vor dem Part, wie schon gesagt, erstmal hier geholt. Und los geht's. Wir müssen dorthin fahren. Ist ja auch nicht weit, muss ich sagen. Hat man ja auf der Karte gesehen. Am PC, das ist nie weit. So, aber ich mache mal wieder Musik an. Die Musik, die muss reinballern einfach nur. So, we're gonna need the club security footage. Job one is find the club surveillance room. Job two is break in. Then you're gonna use the USB I gave you to get into the archive and send the footage back to me. I'll scan it for a lead, then hopefully we can pick up the trail of this data. All right, for sure. Shit, we on it.
Oh nein, ich bin ein Geisterfahrer. So, mal schauen, wie viele VIP-Aufträge wir heute in der Folge machen können. Vielleicht nur eine, vielleicht auch zwei. Mal schauen, wie schnell ich bin. Muss ich immer mal schauen. Ja. Ah, das ist die Mission. Alles klar. So. Was am besten ist, man stellt sich einfach hier hin und man klettert einfach auf dem Dach, weil, wie ihr sehen könnt, sind dort zwei Kameras. Weil man natürlich die Map nicht vergrößert hat, so wie ich damals. Man sieht hier zwei Kameras und die zwei Kameras kann man schön austricksen, indem man einfach hier runterspringt. Und nochmal hier runterspringt. Und dann ist man eben hier, ja. Kameras kann man wirklich gut austricksen. So, ah, das kennt man doch. Das kennt man doch. So, wo ist die Zahl? Die Zahl ist, ihr werdet wahrscheinlich das innerhalb von Sekunden gesehen haben, wo die Zahl ist. Ich bin gerade blind. Hier. Nein, nein, hier war's. So, gehen rein. Sagen Hallo. Sagen Hallo, Ladebildschirm. Ups. So. Ja. Geh mal hier hin. Arbeitsplatz. Gerne Medium. Und was? Autoforce extra. Oh, das war das. Alles klar. Da hacken wir auch uns mal durch. So, durchgehackt. Ja, ich hab... Okay, got the footage. Okay. I got it leaving the club in a limo. Let me just check who it's registered to. Damn. What now? Shell company. Complete dead end. Except if... Sweet. The plate got flagged speeding on the traffic camera network. Last known location with you now. Damn. Good shit. Gut. Wir verlassen das Gebäude. Jetzt sind die Überwachungskameras auch egal. Durchsuche das Gebiet nach der Limousine. Was kann man machen? Ich glaube, da kann man einen kleinen Trick anwenden. Und zwar muss ich, wenn ich nach der Limousine suche, muss ich einen kleinen Trick anwenden. Ich glaube, ich muss ihn nur verfolgen, aber wenn ich sie ausschalte, ist die Mission aufgestanden. Ich bin jetzt gerade unsicher. Entweder wird das jetzt ein mega Fail, weil ich die Mission lange nicht mal gemacht habe und davon ein Video mal reingezogen habe, wo ich gesehen habe, wo die Limousine angegriffen worden ist. Und da war die Mission relativ schnell zu Ende. Dann bin ich mir gerade unsicher. Ich werde aber gleich sehen, ob das jetzt eine Mission completely ist oder Mission gefailed ist. Werden wir ja gleich sehen. So. Wir fahren erstmal jetzt zu den Beat. Oh, schon wieder lecker. Ah, Gott. So, jetzt müssen wir eine Limousine suchen. So, wo ist die Limousine? Geht doch hier unten. Ja, hier. Looks like someone got out since the car got flagged. They were taking the data.
We just need to see where it goes. No. If it comes to it, take his ass out. Grab their ID and bring it back to the fucking office. Ja, Brieftasche des Fahrers abholen. Komm, gib mir deine Brieftasche. So, also ihr müsst nicht die Limousine hinterherfahren, also spart euch die Zeit. Und ja, ihr könnt direkt zur Agentur wieder fahren. Und ihr habt die Mission wirklich sehr leicht hinter euch geschaffen. Ja, das ist relativ schnell machbar. Ups, das war zu weit. So. Kann natürlich jetzt sein, dass es ein paar Minuten dauert, aber in den paar Minuten, ihr seht schon wieder, wir haben schon wieder im Nachtclub wieder 50.000. Das geht so verdammt schnell. Ich habe den letzten Part beendet. Ihr habt das sogar wahrscheinlich noch mitgekriegt, wo ich die 50.000 rausgenommen habe. Und schon wieder instant. Also ich innerhalb von 2-3 Minuten ist es schon wieder mit 50.000 voll. Also es ist Wahnsinn einfach nur der Nachtclub. Man kann da wirklich in Minutentakt gefühlt dorthin gehen. So. Franklin wird sich bald mit Details über die nächste Phase der Ermittlung melden. Ja, genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Was ich jetzt mache? Das ist nicht Franklin, das war Martin Matrazzo. Das interessiert mich aber so wenig wie vieles anderes einfach nur. Das interessiert mich null. So. Was ich jetzt in der Regel mache, ist immer meine Lager immer zu checken. Also das kleine Lager benutze ich überhaupt nicht mehr. So wenig Zeit habe ich nur noch gefühlt. Ich fahre aber hierher zum großen Lagerhaus und befülle es. Ja? Ich befülle es einfach nur. Ich will es ja irgendwann voll verkaufen. So. Wir gehen zum Mitarbeiter hier hinten hin. Hallo, ich habe E gedrückt. Bringen wir mal bitte 3 Kisten. So, wie ihr sehen könnt, das Lagerhaus ist schon eine Reihe voll, 2 Reihen, 3 Reihen, 4 Reihen voll. Plus dort hinten noch ein paar und hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Alles klar, Franklin, ich komme gleich wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich 88 von 111 Kisten voll. Die Schnapszahl sollte man eigentlich nicht zeigen. Oder sagen. 88. Verboten. Wer sich damit auskennt mit Geschichte und so, das. Ja, 88, sage ich dann nur. Nicht gut. Böse. Fies. Egal. Wir fahren wieder zur Agentur. Und machen erstmal einen richtigen Abflug. Ja, schön auf 2 Rädern fahren. Cool. So, da waren wir wieder an der Agentur, wir gehen wieder hinein, gehen wieder an den Tisch und ja, mal gucken. Was die nächste Mission uns beschert, ob wir wieder relativ
zügig die nächste Mission fertig bekomme oder ob mir extrem lange dauert mit der nächsten Mission. Mal schauen. Kann ja nur besser werden. Jetzt haben wir 13.000. Das ist sehr interessant. 13.000 bekommen. Egal. Wir loggen uns ein. Wir bestätigen gleich die nächste Mission hier. IP-Aufträge. So it belongs to Ben Brooks, crypto investor. Billionaire, of course. What the hell you want with Dre Music? Yeah, it's weird, right? So I did a little digging, and it looks like he wants to use it as NFT. And you think he gonna sell this thing or what? Yeah, he's setting up some hyper exclusive gathering at his place to do a world premiere and put it up for auction. Oh shit. Okay, well look, let's get our associate on that guest list. Ich glaube, die Mission ist extrem schwierig. Finde einen Weg, dich auf Party im Reachman Anwesen zu schleichen. Okay. Könnte es sein, dass die Mission länger dauert als die letzte Mission? Könnte nämlich auch schwieriger sein. Bin mir da gerade sehr unsicher, ob das die Mission war. Ob das Endmission von der VIP-Auftragsreihe war. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich glaube auch, das war die VIP-Auftragsreihe, die letzte Aufgabe war das. Die so extremst schwierig war. So, wieder mal Gimmer-Musik. Nein, war's. Mal schauen, wann wieder geballert wird, weil seit letzter Folge habe ich nicht mal Munition verbraucht. Müsste ja auch irgendwann mal wieder geballert sein. Oh, okay, wir haben vor uns geballert. Hier, Leute. Komm mal weggeballert. Mehr auch nicht. Also seit letzter Folge. Wahnsinn. Kaum geschossen, überhaupt nichts los. Okay, look, I dealt with enough of these big shot lawyers to know this asshole is gonna have a whole lot of fucking security. And we need him alive if we're gonna get the access codes and some intel on the party. Might as well get his car too. With any luck, we can just drive into the mansion with it. Yeah, I like that. When you find him, break out the stun gun I set you up with, knock his ass out cold. You get this motherfucker back to the office. I'll take care of the interview. Suche im Garten nach den Anwalt. Alles klar? Why not? I'm reloading. Aim. Ey, leg dich hin, hab ich gesagt. So. Lassen wir mal uns auffüllen. Hallo. Nicht gegen der Wand schießen. Setz den Agentur. Fisch. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, wir haben den Taser. Ups. So, okay, wir verbacken uns. Okay, das ist sehr interessant. So. Unsere Frau ist natürlich die stärkste.
ist auch aufgetunt. And remember to take his car to the auction. We'll leave it in the garage for you. So, egal. Wir gehen zur Agentur. Das war sogar schneller, als ich erwartet habe. Ja. Autsch. Selbst das Auto ist so aufgetunt. Das ist so wahnsinnig. Das ist krass. Also was man wirklich mit normalen Autos auftunen kann. Ich der Sound interessant. Egal. Wir haben eine nächste VIP-Mission fertig hinter uns. Und jetzt können wir noch schauen, was kann ich machen. Ja, jetzt noch. Das sind nicht unsere Fahrzeuge, muss ich jetzt ehrlich dazu sagen. Schade. Aber wir können halt zur Agentur hingehen. Mal gucken. Mal gucken, was wir noch so Schönes machen können. Denn wir müssen ja natürlich wieder mal warten. Deswegen würde ich so behaupten, dass wir eine schnelle Security-Mission machen. So. Eine schnelle Security-Mission wäre zum Beispiel, was haben wir zur Auswahl? 90.000, 80.000, 63. Also Güterschutz, das dauert extrem lange. Gang-Terminierung wäre in Ordnung. Wertgegenstand, Rückführung ist mit am besten theoretisch. Geht relativ schnell. Machen wir also. Was machen wir noch? Die Wertgegenstände, Rückführung. Also ihr könnt wirklich nur Franklin anrufen und dann sagen, hier, ich möchte eine Security-Aufgabe machen. Das ist random. Oder ihr geht wirklich in ein Büro und sagt, ja, ich möchte jetzt diesen Auftrag spielen. Denn der Auftrag gibt mir jetzt von den drei Security-Aufgaben mit am meisten. Ja, das ist wieder so eine Situation. Ja. Okay. Oh, wir müssen dorthin gehen. Oh, das ist natürlich so eine Sache. Zensiere ich das Ganze oder auch nicht? Eigentlich. Warum sollte ich was zensieren? Warum? Das ist nämlich auch so eine Sache. Wenn ich weiß, dass ich andere Projekte auch noch spielen möchte, ganz gerne und euch zeigen möchte, wie ich so ein Blind-Spiel, sprich wie Cyberpunk 2077, ich hab mal ein bisschen reingelunzt, ja, in zwei, drei Parts von Gronkh. Und Gronkh hat die Sache auch nicht zensiert. Also warum? Das ist menschlich und sowas. Egal. Bin hier nicht dabei, um Gronkh zu supporten. Obwohl, eigentlich schon. Cool. Egal. Wie gesagt, das ist menschlich und sowas. Okay, wir sterben natürlich instant. Chat eigentlich vorne hinein. Was ich auch machen werde jetzt. Was ich eigentlich immer mache. Oh. We need an ambulance.
Ja, das brauchen sie wirklich. Okay. Kann ich gar nicht mehr erwischen. Ah, hier war das. Oh. Jetzt müssen wir natürlich die Safe-Kombination suchen. Ja. Die haben nichts an. Das ist aber. Eigentlich ist es egal. Doch, die hat was an. Interessant. Die hat wiederum nichts an. Das ist auch sehr interessant. Manche haben was an, manche haben nichts an. Dich hab ich gesehen. So. Safe aufknacken. Ja, guck erstmal, ob das alles richtig ist. Wir nehmen natürlich die Uhr. Und gehen natürlich hier raus. Ja, Kanten, Panten, guck mal, warum schießen die auf einen? Wir sind gepanzert. Egal, wir fahren wieder zurück. Musik wieder eingeschaltet, auch wenn es relativ kurz ist. Egal. Ja, easy 90.000, würde ich sagen, innerhalb von immer 10 Minuten. 90.000 macht man noch so eine VIP-Mission. Ja, ich weiß, ich muss vorne hinein und darf nicht hier hineinfahren. Nein, nein. Das ist böse, dort hineinzufahren. Ja, springen. Danke. So, wir gehen hinein. Werde hier auch den Part beenden, denke ich mal, weil wir müssen so oder so wieder warten. Wir haben zwei VIP-Missionen von der zweiten VIP-Auftragsreihe fertig. Sprich, wir machen dann die letzte Mission. Ja, das werde ich aber noch dann irgendwann machen. Im nächsten Part. Gucken, wie ich das am besten mache. Jetzt, ich werde jetzt eine kleine Pause machen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn es heißt, weiter VIP-Auftragsreihe komplett fertig machen. Sonst, ja, das war's von meiner Seite für heute. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao.